Und so kann man sich dann hier durchklicken. Ist eigentlich was, was ich mir für den Wahoo Element Roam oder so weiter auch wünschen würde, dass man einfach Trainingsprofile anlegen kann, je nachdem, was man gerade machen möchte. Hallo zusammen, Wahoo Element. Ja, die Element-Serie bedeutete bisher immer, dass es Fahrradcomputer waren. Zum Beispiel jetzt die aktuellen Geräte, der Wahoo Element Bolt und auch hier der Wahoo Element Roam habe ich hier beide nochmal mit auf den Tisch gelegt. Und die Familie wird jetzt erweitert durch eine Triathlon-Uhr, Multisport-Uhr und zwar die Wahoo Element Rival, die ich heute für euch hier mal kurz antesten werde, auspacken werde, einrichten werde und euch so ein bisschen erklären werde, was so die Besonderheiten dieser Wahoo-Uhr sind. Insbesondere auch die Bedienung, wie funktioniert alles, wie stelle ich Datenfelder ein und so weiter. Natürlich werde ich noch einen ausführlichen Test machen, indem ich damit mal Rad fahre, das mit dem Kicker kopple, diese Hand-Off-Funktionen ausprobiere. Das sind so Sachen, die hier jetzt auch relativ neu und innovativ an der Uhr sind. Das sind viele Dinge, die man dann wirklich nur praktisch ausprobieren kann. Das später in Videos. Gerne den Kanal abonnieren. Jetzt erstmal in Ruhe die Uhr auspacken. Ihr seht, ich habe hier eine auch schon am Arm. Das heißt, während des Auspackens seht ihr wenigstens schon mal, wie die Uhr sich so am Arm macht, rein von der Optik. Ja, Wahoo, typische Verpackung. So ein leichter Magnetverschluss, um sie zu öffnen. Ja, und die typische Schublade, um die Uhr herauszunehmen. Hier hinten einmal lösen. Ja, dann hat man hier die Uhr. Dann hier noch die Ladeschale, mit der die Uhr aufgeladen werden kann. Sie wird dann hier so seitlich reingesteckt. Und dann hier noch eine kleine Kurzanleitung von Wahoo. Hier die Uhr natürlich jetzt nochmal im Detail, einfach um mal ein Gefühl für die Optik zu bekommen. Hier ist eine keramische Lünette, Stealth Grey heißt die Farbe der Uhr. Es gibt auch noch die weiße Variante, die wird es aber erst später geben. Am Anfang zum Launch wird es jetzt erstmal die schwarze Variante geben. Hier mit dem kleinen Wahoo-Logo. Das Armband fühlt sich sehr angenehm an und hat hier sehr, sehr kleine, feine Abstufungen, um die Uhr auch wirklich an jede Größe des Arms anzupassen. Hat hier das Feature, dass die Schlaufen fixiert werden können. Und zwar die eine Schlaufe, die macht man je nach Größe, fixiert man hier. Hier ist nämlich so ein kleiner Zahn drin, mit dem man die Schlaufe hier einmal festmachen kann. Und bei der zweiten Schlaufe ist der Zahn auf der oberen Seite. Ja, mit der zweiten Schlaufe macht man ja dieses überstehende Stück hier rein. Ja, und dann kann ich hier einfach diese Schlaufe so reindrücken und damit sitzt das alles hier bombenfest und kann sich während des Sports nicht verrutschen. Auf der Rückseite der optische Herzfrequenzsensor und hier die kleinen Sensoren für das Laden des Geräts. Zum Laden wird dieses Ladekabel mit so einer kleinen Ladeschale mitgeliefert. Normales USB, noch kein USB-C. Ja, die Ladeschale hat natürlich einen Nachteil, sie ist klein, sie hat aber auch den Vorteil, dass die Uhr ja flach geladen werden kann. Das heißt, dass kein Kabel hinten an der Uhr mehr raussteht. Man klickt die Uhr hier seitlich ein und in dem Augenblick ist sie fixiert. Und das Schöne ist, sie liegt beim Laden flach auf dem Tisch. Das heißt, wenn das Kabel guckt, nicht mehr gerade hinten raus, sondern flach. Der Teil hier hinten ist auch gummiert, damit das nicht so wegrutschen kann, wenn das auf dem Tisch liegt. Und eine Sache, die ich natürlich vorhin gleich getestet habe, wie fühlt sich das am Handgelenk an, wenn ich mit dem Ladegerät die Uhr trage? Und tatsächlich ist das viel, viel angenehmer als gedacht. Ein kleiner Nachteil für mich als Linkshänder natürlich, dass das Kabel nach vorne raussteht. Aber ich könnte das Kabel hier so nach hinten ziehen und könnte während der Aktivität meine Uhr laden. Und das habe ich auch schon ausprobiert. Das hat auch funktioniert. Das heißt, die Uhr lädt, während ich hier eine Aktivität gestartet habe. Ja, die Uhr löst man dann aus dem Ladegerät. Hier ist so ein kleiner Hebel. Mit dem kann man die Uhr wieder aus dem Ladegerät herausnehmen. Ja, die Uhr hat insgesamt 5 Knöpfe. Und zeige ich euch später, wie die Funktionen sind. Und ja, ansonsten hier nochmal ein Rundumblick. Ja, und hier die fertig eingerichtete Uhr
am Handgelenk, damit ihr da auch nochmal ein Gefühl für die Optik bekommt. So, bevor ich die Uhr jetzt einrichte, ein paar technische Details. Die Uhr hat so die üblichen Sensoren, GPS, Beschleunigungssensor und auch barometrischen Sensor, um die Höhenmeter zu messen. Hat hier hinten auch einen optischen Herzfrequenzsensor, den ich natürlich auch erst im Langzeittest ausprobieren kann, wie genau der sein wird. Und ja, habe ich vorhin schon gesagt, Gorillaglas, Keramiklünette, 53 Gramm, also sehr, sehr leichte Uhr. 24 Stunden GPS Batterielaufzeit, das heißt realistische 24 Stunden, hoffe ich mal, konnte ich jetzt auch noch nicht testen. Bei Wahoo ist es meistens so, die geben einen Batteriewert sehr realistisch an, das heißt die 24 Stunden wird man, denke ich, auch auf jeden Fall hinbekommen. Und ja, 14 Tage soll sie im Alltag halten, wenn man sie einfach um hat, so als Alltagsuhr. Das Display ist so das übliche Display, was man in vielen anderen Sportuhren auch hat. Transreflektiv, das heißt in der Sonne sehr, sehr gut ablesbar. Natürlich auch ein Farbdisplay, aber nicht mit ein paar Millionen Farben, wie man es vielleicht von einer Smartwatch wie einer Apple Watch kennt oder ähnliches, sondern ja, wie bei jeder anderen Sportuhr auch. Es gibt so ein paar verschiedene farbliche Darstellungen und die müssen natürlich im Sonnenlicht auch, ohne zu viel Strom zu fressen, sehr gut anzeigbar sein. Das heißt, diese Art von Displays ist eigentlich auch State of the Art in jeder Sportuhr, die man so kennt. Ja, eine ganz coole Funktion, die ich natürlich jetzt so auch noch nicht testen konnte, ist die Touchless Transition. Das heißt, ich mache einen Triathlon und normalerweise bei jeder anderen Sportuhr kennt man das. Man kommt aus dem Wasser raus oder startet die Uhr, wenn man losschwimmt, kommt aus dem Wasser raus, drückt die Rundentaste, um die Wechselzeit zu stoppen, drückt dann die Rundentaste, wenn man wieder aufs Fahrrad aufsteigt und so weiter und so fort, um einfach die verschiedenen Sportarten zu tracken und auch um die Wechselzeiten zu tracken. Und Wahoo verspricht jetzt, dass das vollautomatisch funktioniert. Das heißt, die Uhr erkennt, wenn ich aus dem Wasser raus hüpfe und ja, aber ich zur Wechselzone laufe, meinen Neoprenanzug ausziehe und so weiter. Das heißt, es wird gestoppt, ich komme aus dem Wasser raus, es wird gestoppt, wie lange ich in der Wechselzone bin. Und sie soll auch merken, ja, wenn ich dann wahrscheinlich nicht mehr laufe und auf dem Rad sitze und der Arm ruhig liegt, dass ich dann auf dem Fahrrad sitze. Und ja, das Gleiche dann bei der Transition ja, rüber zum Laufen. Wie gut das funktioniert, muss ich zeigen. Es gibt zusätzlich aber auch noch die Funktion, wenn da irgendwo was sich um ein paar Sekunden verschoben hat, kann man das in der App wieder angleichen. Das nennt sich Workout Editor. Das muss ich natürlich dann auch mal testen, wenn ich das alles eingestellt habe, ob ich es dann auch erneut zu Strava zum Beispiel hochladen kann, um die korrigierte Version zu haben, wenn es da kleine Abweichungen gab, muss man sich dann auch mal angucken. Und eine weitere Funktion, die natürlich auch spannend ist, ist die sogenannte Multisport-Handover-Funktion. Das heißt, ich steige dann aufs Rad. Die Uhr erkennt ja auch, dass ich aufs Rad steige. Sie erkennt auch meinen Fahrradcomputer. Das heißt, wenn ich da ein Roam oder ein Bolt an meinem Fahrrad habe, dann wird die Anzeigeeinheit der Uhr auf dem Roam bzw. Bolt angezeigt. Kann ich so auch noch nicht testen, weil ich jetzt auch gerade nur in dieser Beta-Version der Software noch drin bin. Werde ich alles nach dem Launch ausprobieren. Das ist natürlich auch eine tolle Sache, dass die Uhr letztendlich automatisch alles auf dem Fahrradcomputer anzeigt. Da wird es dann auch spannend, ja, was ist mit dem Powermeter? Erkennt die Uhr dann auch gleichzeitig den Powermeter, wenn ich dann losfahre und so weiter? Muss ich auch alles ausprobieren. Aber vielversprechende Funktionen, die es so bisher noch nicht gab. Dazu natürlich, wie man es von Wahoo kennt, auch eine Wahoo-Kicker-Steuerung, wo ich dann sagen kann, ja, ich kann über verschiedene Level die Stärke des Kickers einstellen. Das heißt, wie viel Widerstand gibt er mir? Ich kann auch die Wattzahl eingeben, die ich treten möchte und so weiter. So wie man mit dem Wahoo Element Bolt oder Roam das auch machen kann, kann man das jetzt auch mit seiner Uhr einfach den Kicker steuern und genau den Widerstand einstellen, den man gerne hätte. Ja, gehen wir noch kurz auf die Funktionen ein, die Uhr bisher noch nicht hat. Leider noch nicht hat. Insbesondere die Routenfunktion, die ich ja beim Wahoo-System natürlich super cool finde mit der Komoot-Anbindung und einfach Routen zu laden, Strecken nachzufahren. Das wünsche ich mir natürlich hier auch für die Uhr. Es wird gemunkelt, dass das im Firmware-Update irgendwann mal nachgeliefert wird. Keine Ahnung wann, wie lange das dauern wird. Das fehlt definitiv noch und es gibt natürlich auch noch keine Bezahlmöglichkeiten, sowas wie Apple Pay, Garmin Pay oder so gibt es bei Wahoo bisher noch nicht. Auch eine Möglichkeit, dass das vielleicht noch nachgeliefert wird, keine Ahnung, und auch noch keine Möglichkeit Musik zu hören. Musik muss man auch gucken. Das sind alles Dinge, die natürlich per Firmware nachgeliefert werden können.
Aber da gibt es noch keine offiziellen Infos oder Release-Dates für. Ich würde mir am meisten wünschen, die Navigation, auch wenn man sie beim Laufen gar nicht so oft braucht, aber wenn es auch nur ein Schwarz-Weiß-Track ist, den nachzulaufen, kann dann schon mal hilfreich sein. Und wenn das Ganze dann seamlessly, so wie beim Fahrradcomputer, funktionieren würde, wäre das schon echt gut, weil alles, was es bisher an Navigation gibt, krankt auch immer noch so ein bisschen. Das heißt, die Uhren, die Kartenmaterial drauf haben, ganz oft ist das auch ganz, ganz schwer nur bedienbar und schwer ablesbar. Also da setze ich Hoffnung, Wahoo, macht da was. Ja, dann gehe ich jetzt mal kurz Schritt für Schritt die Einrichtung der Uhr durch, was man wie konfigurieren kann und wie man die Uhr bedient, weil das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Wichtigste und ist auch ein Kaufargument. Ja, komme ich denn mit der Bedienung klar, so wie ich Wahoo mir das anbietet? Ist das für mich verständlich, einfach zu bedienen? Ist ein ganz, ganz wichtiger Kauffaktor, egal was ihr euch an Geräten kauft, Fahrrad, Computer, Uhr, was auch immer, ist immer, geht hin bis zur Kamera oder auch zum Smartphone. Welche Uhr liegt mir in der Bedienung auch? Ne? Kann ich das verinnerlichen, wie ich zu den Punkten komme, um eine Uhr einzustellen und so weiter? Also merkt euch das, egal, wenn ihr euch irgendwann eine Uhr kauft, immer darauf achten, gucken, ja, ist das eine Bedienung, die mir Spaß macht. Ja, alle Besitzer eines Wahoo Element Gerätes kennen diesen kleinen Barcode hier, mit dem man einfach ja, die Einrichtung starten kann. Am Smartphone neues Gerät hinzufügen wählen. Den Barcode scannen und ihr seht, wie schnell das geht. Dann kommt hier zumindest beim iPhone noch so eine Kopplungsaufforderung. Und es wird nach Erlaubnis gefragt, ob man Mitteilungen auf dem Gerät haben möchte. Darum geht es ja zum Beispiel darum, ob man eine SMS oder ähnliches hier auf dem Gerät angezeigt haben möchte. Und viele Dinge lassen sich dann hier direkt im Smartphone einstellen. Es geht los mit dem Ziffernblatt. Gibt es 4 verschiedene Versionen, die man auswählen kann. Hier eine Zeigerdarstellung, noch eine andere Zeigerdarstellung. Das ist die, die mir am besten gefällt. Und hier kann man auch die Akzentfarben noch ändern. Das sind diese kleinen Symbolchen. Ich weiß gar nicht, ob man das hier erkennt, die sich dann auch in anderen Farben darstellen lassen. Hier zum Beispiel im Rot, jetzt wieder Blau. Ja, passend zu Wahoo lasse ich das jetzt mal in Blau. Hier werden auch Informationen angezeigt, die man dann in der App ändern kann. Das nennt sich Widgets verwalten. Hier könnte man jetzt sagen, ja, den Akkustand, den blende ich aus. Dafür mache ich die Trainingskalorien rein. Und das sind dann Dinge, die man hier einstellen kann. Wöchentliche Trainingszeit, wöchentliche Radstrecke, Laufstrecke, Schwimmstrecke oder auch eine Weltzeituhr kann man einstellen. Also alles ganz nützliche kleine Anzeigedetails, die man hier ändern kann. Benachrichtigungsbutton anzeigen, ja, das ist dafür da, habe ich hier so eine kleine Glocke, dann weiß ich, sind Benachrichtigungen da. Sekunden anzeigen, Datum anzeigen, alles kleine Optionen, die man hier einstellen kann. Der nächste Punkt, meine Daten 24/7, da geht es darum, ob ich die Schritte, Herzfrequenz tagsüber auch unabhängig vom Sport gemessen haben möchte. Würde halt Akku sparen, wenn man das alles ausstellt, aber so, das sind so diese typischen Fitness-Tracker-Aktivitäten und die kann man dann auch mit Apple Health in diesem Fall teilen, das müsste man dann einmal autorisieren. Dann gibt es eine ganz coole Sache und zwar ist das die Zoom-Button-Layout-Ansicht. Ja, was ist das? Ich schalte jetzt mal die Uhr hier auf Laufen ein. Er fragt jetzt, ob ich starten will, obwohl ich keinen GPS-Empfang habe hier drin. Und ihr seht jetzt hier, dass ich 3 Datenfelder angezeigt bekomme. Und ich kann jetzt hier unten, das ist voreingestellt, unten rechts, links gleichzeitig drücken, habe 4 Datenfelder und bis hin zu 6 Datenfeldern oder auch nur ein Datenfeld, 2 Datenfelder, 3. Ja, die Standardeinstellungen sind halt immer diese beiden Knöpfe hier unten, finde ich relativ wackelig. Deswegen finde ich es ganz cool, dass man hier auch sagen kann, unten links, oben rechts oder oben links, unten rechts. Das heißt einfach diagonal drücken, weil wenn ich diagonal drücke, wie in diesem Fall, ja, da drücke ich halt einfach wirklich entgegengesetzt die beiden Knöpfe, was ich besser finde, als wenn man beide Knöpfe, die gehen ja sozusagen, wenn man den Knopfweg nimmt, so gerade hoch und hier treffen die sich. Das heißt, hier habe ich ein viel besseres Gefühl. Das würde ich standardmäßig immer auf eine der beiden oberen Optionen stellen. Ja, dann gibt es hier die Option Hellmodus. Da wird es sicherlich ein besseres englisches Wort für geben. Hellmodus hört sich ein bisschen komisch an. Musste ich auch erstmal gucken, was das ist. Wenn ich das ausschalte, ist das Ziffernblatt immer dunkel hinterlegt, so wie in diesem Fall hier auch. Auf Auto ist es auch dunkel hinterlegt. Da ist jetzt die Frage, wann wird es hell? Ist das jetzt im Tageslicht war es immer dunkel, was ich hier gesehen habe? Vielleicht wird das dann auf hell, wenn man im Dunkeln läuft? Keine Ahnung. Also was dieser Auto macht, konnte ich noch nicht feststellen. Und wenn man es auf einstellt, dann hat man auf jeden Fall immer einen hellen Hintergrund, den ich eigentlich ja, so auch gewohnt bin.
Ich lasse es jetzt mal auf Auto, einfach mal zu gucken, ob ich irgendwann mal sehe, was da passiert, weil ich habe jetzt hier einen sehr, sehr hellen Hintergrund. Hier ist übrigens auch ein kleiner Helligkeitssensor drin. Das heißt, wenn ich jetzt im Dunkeln laufe, erkennt die Uhr das und macht automatisch die Helligkeit auch an. Dann gibt es hier noch die Option Datenfeld Titel verbergen. Das heißt, wenn ich die aktiviere und jetzt starte ich die Aktivität nochmal und dann seht ihr gleich, dass die Anzeige größer wird. Auch hier nochmal in der Ansicht, wenn man nur drei Datenfelder hat. Ihr seht, dass die Anzeige dann größer wird und keine Bezeichnungen mehr dastehen. Das heißt, wenn ich dann 10-mal gelaufen bin, weiß ich ja, wo meine Datenfelder sind. Und in dem Augenblick, wo ich wieder größer, kleiner stelle, kommen die auch kurz rein und verschwinden dann wieder. Ich muss jetzt hier immer starten, weil ich kein GPS habe. Aber die verschwinden dann auch wieder. Und normalerweise weiß man ja auch, wo welche Felder sind. Und das ist natürlich super ablesbar, wenn man dann diese großen Ziffern hat. Kommen wir zum nächsten Punkt, die Trainingsprofile. Ja, da gibt es natürlich Laufen, Laufband, Bahnenschwimmen, Freiwasserschwimmen, Kicker und so weiter bis hin zum Triathlon. Das kann ich hier auch alles bearbeiten, kann zum Beispiel Laufen, Radfahren, weil es mir wichtiger ist, und Bahnenschwimmen. Das sind ja so die drei wichtigen Sachen, die man so macht als Triathlet, in die richtige Reihenfolge bringen. Wenn ich hier auf den Punkt Laufen gehe, kann ich hier auch den Namen theoretisch noch ändern. Ich kann hier sagen, ist die optische Herzfrequenz aktiviert oder nicht? Ist GPS aktiviert oder nicht? Ob ich das Training automatisch pausieren möchte oder nicht? Und ja, Autolab kann man ausschalten nach Distanz. Meistens beim Laufen macht man ja jeden Kilometer eine automatische Runde. Ja, und der wichtigste Punkt hier ist eigentlich die Trainingsseiten. Gehe ich mal hier auf eine dieser Seiten drauf. Das ist die Seite, die ihr eben auch gesehen habt, die ich dann größer, kleiner stellen konnte. Bis zu 6 Datenfelder kann ich eingeben. Die kann ich auch beliebig sortieren, indem ich einfach hier drauf drücke. Ja, die Herzfrequenz möchte ich vielleicht ganz oben haben. Und das, was ganz oben ist, ist auch das, was dann angezeigt wird, wenn ich den Zoom kleiner stelle. Tempo ist hier die Pace gemeint, also die Minuten pro Kilometer werden hier auch angezeigt. Und ihr seht jetzt, dass die Herzfrequenz als ganz nach oben gewandert ist. Und wenn ich jetzt das Display kleiner schalte, seht ihr, dass ich nur noch die Herzfrequenz habe. Herzfrequenz, aktive Zeit. Herzfrequenz, Strecke, aktive Zeit. Herzfrequenz und das aktuelle Tempo. Und hier jetzt alle Datenfelder. Das heißt, wenn man sich das hier richtig sortiert, hat man hier auch in den verschiedenen Größen immer die richtige Reihenfolge der Anzeige. Was ich wirklich sehr, sehr cool finde, ich kann hier ein Trainingsprofil hinzufügen. Da kann ich jetzt auch sagen, ja, ich nehme das Trainingsprofil Laufen und mache da eine Kopie von und nenne das jetzt einfach mal Trail. Ja, und jetzt könnte ich mir natürlich bei Trail andere Trainingsseiten machen. Und dann könnte ich hier zum Beispiel statt der Kadenz, vielleicht interessiert mich die da nicht, einfach hier auf Steigung gehen und die Steigungsprozente anzeigen oder die Höhenmeter oder ähnliches. Ja, und genauso könnte ich dann nochmal eins nehmen, hier Laufen entspannt, nenne ich das jetzt vielleicht mal. Ja, und bei Laufen entspannt, das könnte zum Beispiel eine Rekom-Einheit, könnte ich natürlich auch Laufen Rekom nennen und so weiter, wo ich dann einfach sage, na gut, Autolab mache ich aus, damit ich überhaupt gar keine Daten habe, dass ich einfach nur tracke, dass ich vielleicht nur eine Uhrzeit anhabe oder eine Minutenangabe oder eine Kilometerangabe, ohne zu wissen, wie schnell ich bin. Und so kann man sich dann hier durchklicken. Ist eigentlich was, was ich mir für den Wahoo Element Roam oder so weiter auch wünschen würde, dass man einfach Trainingsprofile anlegen kann, je nachdem, was man gerade machen möchte. Ja, und dann kann man Trainingsprofile auch selber ein Profil erstellen oder eine Vorlage verwenden. Zum Beispiel gibt es hier Duathlon, Aquathlon, Trackrunning, Trailrunning, Walking, Powerwalking, Wandern, Bergsteigen, Bahnschwimmen, Wassersport, Rudern und so weiter. Wintersport kann ich hinzufügen, Skaten und so weiter. Inwiefern das jetzt wirklich die Metriken auch alle misst, wie zum Beispiel beim Rudern die Schlagzahl oder ähnliches, das muss noch getestet werden. Aber zumindest sind hier schon vorgefertigte Profile. Dann der Punkt Sensoren einrichten. Hier kann ich dann über die App einfach Sensoren hinzufügen. Herzfrequenz ist so das meiste, was man benutzt, aber auch ein Powermeter fürs Fahrrad oder ähnliches. Ich kann entscheiden, ob ich bei der durchschnittlichen Trittfrequenz oder bei der durchschnittlichen Leistung die Nullwerte mit einrechne oder nicht. Herzfrequenz automatisch übertragen ist eine ganz coole Funktion. Dann überträgt die Uhr automatisch an den Wahoo-Element am Fahrrad die Herzfrequenz. Ähnlich wie beim Fahrradcomputer kann ich hier auch entscheiden, welche Nachrichten, E-Mails und so weiter ich angezeigt haben möchte. Dann kann ich hier unter Ton, Vibration genau einstellen, wann ich wie benachrichtigt werden möchte. Zum Beispiel kann ich alle Töne ausstellen und einfach nur mich per Vibration benachrichtigen lassen oder auch nur per Ton oder halt auch in einzelnen Punkten das genau entscheiden, was ich wo wie benachrichtigt werden möchte.
Live-Tracking wird unterstützt, ähnlich wie beim Wahoo Element Roam und Bolt. Dazu muss man natürlich sein Smartphone dabei haben, damit das funktioniert. Und dann kann ich hier entscheiden, ob ich die Trainings automatisch hochlade, in meinem Fall zu Strava und zu Komoot. Strava und Komoot muss man natürlich einmal autorisieren. Weitere mögliche Apps sind Health, Ride with GPS, Training Peaks, Trainer Road, Single Tracks und so weiter. Und wenn man das einmal für den Element Bolt gemacht hat, funktioniert das für die Uhr natürlich automatisch. Da musste ich jetzt nicht nochmal neu autorisieren. Ja, ein wichtiger Punkt noch, lässt sich dann auch ein Powermeter mit der Uhr koppeln. Und zwar nicht der Fahrradpowermeter, sondern ein Laufpowermeter. Das ist der Stride Power Sensor, den man am Schuh befestigt. Und der misst ja die Power für Läufer. Sehr, sehr bekanntes System. Ja, und dann kann man auf jeden Fall den Sensor auch speichern. So, ich habe das Wattfeld mal so gelegt, dass man es auch gut sehen kann. So, und ich trippel jetzt hier mal so ein bisschen rum und ihr seht, es wird auch eine Wattzahl angezeigt. Das ist natürlich ganz cool, dass Stride damit wahrscheinlich nativ unterstützt wird. Ich bin jetzt hier nur so ein bisschen auf der Stelle gelaufen, auch dazu später mehr in den nächsten Videos, wenn ich das richtig getestet habe. Aber Sensor ließ sich koppeln und hier wird ein Wattwert angezeigt. Ja, unten links und rechts sind die Seiten zum Durchblättern. Selbst jetzt hier im Ruhemodus bzw. im normalen Uhrmodus komme ich dann hier auf die Wattseite, die ich vorhin beim Laufen benutzt habe. Das heißt, hier kann man einfach durchblättern. Um ein Training auszuwählen, gehe ich hier oben rechts auf den Button. Hier wähle ich dann einfach aus, das was ich machen möchte, Laufen, Radfahren oder ähnliches. Oder ich drücke hier unten links wieder, um zurückzukommen. Ein zweiter Weg, eine Aktivität zu starten, geht hier über das Blättern. Hier ist halt die zuletzt verwendete Aktivität, in meinem Fall hier das Laufen. Dann könnte ich hier direkt starten und loslaufen oder auch hier oben rechts über die Taste Laufen, Radfahren oder ähnliches auswählen. Oben rechts die Taste, die ist dann wichtig, wenn ich Nachrichten bekommen habe, habe ich jetzt in dem Fall nicht bekommen, aber hier würde ich die ganzen Nachrichten lesen und aufrufen können. Dann gibt es natürlich einige Dinge, die man an der Uhr direkt einstellen möchte. Hierzu drücke ich lange links unten, also diesen Knopf, und dann seht ihr zum Beispiel den Timer, den ich aufrufen kann. Kann dann hier einstellen, wie lange er gehen soll, sagen wir mal eine Minute. Und starte den. Ja, und was ganz cool ist, wenn man dann zurück auf der Hauptseite ist, sieht man auch, dass hier der Timer mit angezeigt wird. Wo man jetzt ein bisschen aufpassen muss, da steht auch Wiederholen-Timer, das heißt, der Timer wiederholt sich immer. Das ist natürlich auch eine Sportfunktion, als Sportfunktion gedacht, das heißt, um den Tee zu kochen, 5 Minuten, würde alle 5 Minuten sozusagen den Timer machen. Dafür ist das dann, muss man dann zumindest aufpassen, dass man ihn einmal wieder gestoppt hat, damit er dann aufhört zu arbeiten. Ansonsten wiederholt er sich immer wieder. Was natürlich cool ist, wenn man sagt, ich will jetzt einen Timer von jeder eine Minute haben beim Laufen oder ähnliches, um einen neuen Intervall anzufangen. Dann gibt es noch die Funktion Stoppuhr. Auch bei der Stoppuhr ist es so, ich starte die jetzt. Und auch hier wird dann neben der Uhrzeit die gestoppte Zeit angezeigt. Dann gibt es hier noch den Nicht-Stören-Modus, man kann die Uhr ausschalten, man kommt hier in das Systemmenü, das ist vielleicht nochmal ganz interessant, wo verschiedene Versionen sind, Handy trennen, Zeit und Daten, um Werkseinstellungen, Seriennummer und so weiter. Hier unten links drücken, um zurückzukommen. Wie auch beim Fahrradcomputer kann ich auch über die Uhrsensoren koppeln, muss also das nicht immer über die Smartphone-App machen. Jetzt gehe ich hier nochmal ins Laufen-Menü rein, um euch zu zeigen, welche Einstellungen man da hat. Wenn ich jetzt im Laufen-Menü bin, kann ich auch hier links lange drücken und komme dann in die laufspezifischen Einstellungen. Interessanter wird es dann im Schwimmbadmodus. Wenn ich da reingehe, kann ich hier auch die Beckenlänge eingeben, 50 Meter, 25 Meter oder benutzerdefiniert. Da muss natürlich Wahoo noch an den Übersetzungen arbeiten. Das geht jetzt noch über die Buchstaben hinaus. Das wird wahrscheinlich auch demnächst gefixt. Ja, so viel zu Element Rival. Ich hatte jetzt, wie gesagt, nur so ein paar Stunden Zeit, habe aber natürlich ein ganz gutes Hintergrundwissen, weil ich viel mit Uhren rumspiele und rumprobiere und gucke, ja, wie die funktionieren und so weiter. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Und was natürlich wirklich schön ist, es passt perfekt in dieses Wahoo-Ökosystem rein, bis hin zum Wahoo-Kicker natürlich auch, um da die Steuerung zu übernehmen und solche Sachen. Und dieses, ja, das ist natürlich auch Wahoo. Ohne Smartphone läuft da nichts. Das heißt, ich muss alles und darf auch alles am Smartphone einstellen, was ich sehr schön finde, weil es wirklich, ja, das ist schon wirklich eine tolle Bedienung, seine ganzen Datenfelder und diese ganzen Rundrum-Einstellungen am Smartphone auszuführen und nicht mit den kleinen Knöpfchen hier in der Uhr alles einstellen zu müssen. Ja, also auf jeden Fall schön, dass es da einen weiteren Player gibt. Ganz klar wünsche ich mir über die Firma einfach noch ein paar Verbesserungen und ein paar, ja, insbesondere Navigation und ähnliches, die noch dazukommen müssen.
Da muss man aber auch Wahoo zugute halten, die Produktlebenszyklen, also egal ob es Element Bold, Roam oder auch damals der erste Element ist, die sind alle ein paar Jahre auf dem Markt gewesen und da wurde per Firmware immer mal wieder ja auch wirklich große Sachen nachgeliefert, die vorher die Geräte nicht konnten und deswegen kann man da wahrscheinlich auch mit gutem Gewissen da jetzt eine Uhr kaufen, wo vielleicht noch zwei, drei Funktionen, die man sich wünscht, fehlen, die dann einfach über die nächsten Monate einfach mit hinzugefügt werden. Und zumindest ist das meine Hoffnung. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass das jetzt schon mal so ein bisschen einen kleinen Überblick gegeben hat und eine kleine Entscheidungshilfe, ob das vielleicht die richtige Sportuhr für jemanden ist oder auch nicht. Ich sehe die Uhr tatsächlich ja viel bei Triathleten, weil das kann natürlich wirklich toll sein, so einen Triathlon-Wettkampf oder auch ein Koppeltraining zu machen, ohne sich Gedanken machen zu müssen, irgendeinen Knopf an der Uhr zu drücken, weil das ist wahrscheinlich jedem von euch und mir ist das auch schon passiert. Du kommst aus dem Wasser, läufst zur Wechselzone und hast vergessen, diesen Knopf zu drücken. Also ist mir schon ganz oft passiert. Da habe ich dann hinterher auch, immerhin bei Strava konnte man das dann noch zurechtschneiden. Das geht dann auch immer noch. Also, so viel erstmal dazu. Abonniert den Kanal, da folgen sicherlich jetzt weitere Videos, wo ich auch mal dieses Transition und Handoff und so weiter alles mal zeigen werde. Und dann allzeit viel Spaß jetzt noch beim Sport. Jetzt ist ja gerade Off-Season oder geht gerade los bei einigen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo zusammen, von vielen lang erwartet, die neue Wahoo. Hallo zusammen, Wahoo Element, ja für viele der Fahrradcomputer der Wahl. Hallo zusammen, Wahoo Element, ja für mich der Fahrradcomputer der Wahl. Hallo zusammen, Wahoo Element, ja kennt man jetzt scheiße. Hallo zusammen, Wahoo Element, ja für viele. Hallo zusammen, Wahoo Element kennt man jetzt ja mittlerweile und zwar ist das die. Hallo zusammen, Wahoo Element. Mann. Hallo zusammen, Wahoo Element. Bisher nur Fahrradcomputer von Wahoo.